Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles Savage Wild. Ja, unser kleiner Spätrupp ist raus aus der Base. Wir sind mal wieder unten am Strand unserer ehemaligen Starterbase. Ich musste mir nur gerade was zu essen machen. Ich habe jetzt Fleisch durchgebraten für mich. Und lass jetzt hier noch einfach die Suppe weiterlaufen. Dann habe ich hier unten immer ein bisschen was zu essen, falls ich mal wieder nichts habe, weil ich hatte das restliche Fleisch auf meine Begleiter verteilt. Und ich würde heute ganz gerne mal, ja, ich würde mal so sagen, bis hier in die Richtung kommen. Das heißt, wir reisen jetzt erst nochmal bis Moon und rennen dann von da aus weiter nach oben und erstmal noch ein bisschen Schatten boxen zum Warmwerden. Ja. Auf geht's. Muss ich nur wieder den Weg aus der Stadt rausfinden. Genau, aber hier sind wir schon richtig. Ah, nee. Hier geht's erst noch in den obersten Teil. Ja, ich habe nach der gestrigen Folge noch einiges am Boden geschafft gestern. Bin dann aber auch gestern nicht mehr weiter zum Aufnehmen gekommen, weil ich gestern wirklich nur noch gefarmt habe und gebaut. So. Gehen wir hier an der Karawane vorbei. Ich habe auch wieder ein bisschen Mats dabei, falls wir unseren Rad aufstellen möchten. Mal sehen. So. Jetzt mal so die grobe Himmelsrichtung. Ja, dahin. Also, da durch. Gut. Rennen wir erstmal noch einmal um den Berg rum. Und dann mal sehen, was uns da erwartet. Und bei der Geschwindigkeit, wie wir hier vorankommen. Ja. Es wollen noch einige Folgen dauern, bis wir die Map auch nur halbwegs aufgedeckt haben. So. Der dicke Berg, richtig? Richtig. Gut, dann auf Richtung dicker Berg. Vielleicht, aber nur vielleicht, werde ich auf diesmal von nichts abgelenkt, aber ich würde die Chancen jetzt mal als schlecht bis nicht vorhanden einschätzen, dass mich nichts ablenkt. Wir werden sehen. Da oben sind Raubkätzchen. Eisen. Eisen findet man hier. Wo? Oh, Tigerbaby. Gut, merken. Da sind wir, die Elephants. Ah, zweiter Tiger. Aber Elefanten machen wir jetzt nicht. Oh, weißer Tiger. Grob genug. Gazelle, Antilope. Was auch immer. Die alten Schlappohren. Das sind alles Steine, ja. Gehen wir unten rum oder oben rum? Ich würde fast sagen, hier bis zum Fluss.
Vielleicht nehmen wir auf dem Rückweg noch ein bisschen Elefantenhaut mit. Was ist das? Kaputte Brücke. Da ist der Fluss. Ah, das kenne ich. Wenn wir jetzt ein Fahrrad hätten, könnten wir versuchen, da drüber zu springen. Haben wir aber nicht. Okay. Ist das hier auch irgendwie eine Karawane? Hört ihr mal auf damit. Guck mal hier, eine Truhe. Eine einsame Truhe. Und was zu lesen. Obsidian-Streitkolben. Und the dick is going well enough. Ja. Die Ausgrabung ging gut, ein paar Skorpione. Solange wir keinen gigantischen finden. Als ob. Oh Gott, hier ist irgendwo ein gigantischer Skorpion. Okay, das sieht jetzt erstmal. Silber, Kohle. Da oben sieht nach Silber aus. Hallo? Obsidianmine. Da, da. Gut, der Skorpion sieht jetzt nicht so groß aus. Geht mal darüber, Ladies. Was ist denn das? Gold. Kann man die auch abbauen? Nee, irgendwie nicht. Sicher? Hört sich mal. Na, ist nur, wenn ich die Kohle abbaue. Warum geht. Hä? Wo ist denn jetzt meine Fackel angegangen? Den kann ich nicht aufheben. Aber ich kann ihn noch nicht. Bleib doch nicht in der Hocke, wenn ich zuschlage. Ne, krieg ich nicht. Ja, wenn ich auf S drücke, geht meine Fackel an? Was ist denn hier schon wieder los? Okay, den kann ich nicht looten. Den auch nicht. Hä? Den kann ich wieder. Ganz weird hier mit dem Gold. Wenn ich die doch nicht aufheben kann, gehe ich doch mal davon aus, dass ich die abbauen kann. Die kann ich alle aufheben. Abbauen würde natürlich mehr bringen, ne? Naja, geht aber nicht. Naja, egal. Das heißt aber, ich werde hier wahrscheinlich öfters hinkommen. Frag mich, ob hier drunter auch noch Gold ist. Das war ein Stein, das war kein Gold. Geh zum Interagieren. Was hab ich? Wo liegt denn hier was? Ach da.
ein Dolch. Aha. Aha, aha. Hier scheint kein Gold zu sein. Oh, ein bisschen vorsichtiger sein, glaube ich. Hier war ja immer noch die Rede von einem Riesenskorpion. Ah, bestimmt da oben, oder? Oder da? Mal gucken. Wenn wir ihn sehen, was machen wir dann? Genau, wir laufen weg. Da versteckt sich doch eine Truhe. Oh. Obsidian. Oh, eine schöne Kiste. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ist hier oben noch was? Da ist noch ein Rezept. Obsidian Doppelschwert. Spitzhacken können wir nicht mitnehmen. Schade. Ja. Also müssen wir uns jetzt nicht die Taschen mit voll machen. Oh, hallo. Oh, hallo. Könnt ihr den mal bitte ins Jenseits befördern? Ich guck mich derweil hier ein bisschen um. Egal, kann ich zerlegen. Na gut, die Eisenschüssel verzichte ich jetzt mal. Aber da verzichte ich nicht drauf. Zack. Was habe ich doch tatsächlich wieder ein Büchlein übersehen. Sieht hier ein Speer. Was haben wir hier noch? Obsidian Werkzeug. Werkzeug, nicht Zeug. Nehmen wir das mal mit. Gerade gejuckt. Da habe ich gekratzt. Waschen, ne? Nicht kratzen. Stelle merken, später waschen. Ist ja auch schon wieder Sonntag. Gold? Kann natürlich sein, dass hier unter den Steinen noch mehr Gold ist. Aber das probiere ich dann mal außerhalb der Aufnahme, dass ich oben einmal alles wegmachen werde. Das ist natürlich auch gefährlich, ne? Guck dir mal schön auf den Fußboden. Gestatzte Mine. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit.
Kämmerchen. Und Schild. Okay. Bin nur hier gerade. Ich bin raus. Vor allem, wenn da ein Riesenskorpion ist, weiß ich ja nicht, ob der über der Erde ist. Uns mal bereit, schreiend und kreischend wegzurennen. Oh, da ist er. Nee. Ich gehe jetzt kein Risiko ein. Den können wir immer noch machen, wenn unsere Begleiter mal gelevelt sind. War beim letzten Mal schon mehr als nur dumm. Ja gut, wir haben jetzt 250 Eisen knapp, Gold. Das ist halt schade, dass man das nicht abbauen kann. Okay. Dann werde ich aber hier den Juten platzieren. Ladies. Set. So. Ich würde sagen, wir folgen dem Fluss mal noch. So bis hier rum. Erste Mal. Mal gucken. Wie lange wir dafür brauchen. Ob es noch was zu entdecken gibt. Und dann sehen wir weiter. Wenn wir hier kleine Ziele abstecken. Was ist denn das schon wieder für ein... Das sieht irgendwie auch aus wie ein Vulkan. Huh. Vielleicht bleiben wir auch erstmal hier. Also nicht hier, sondern da, wo wir hinkommen. Und dann gehe ich gar nicht erst zurück. Und wir gehen von da aus in der nächsten Folge weiter. Oder ich gehe einmal zurück. Und, ja. Bevor die nächste Folge dann startet, gehe ich dann wieder dahin zurück, wo wir heute beenden. Mal sehen. Das sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Aber hier kann man auch schön bauen. Okay, jetzt sind wir aber fast vorne. Hier scheint nichts zu sein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rüber.
Ja, aber stimmt schon. Ihr hattet es ja auch in die Kommentare geschrieben. Oder? Natürlich nicht alle. Aber stellenweise könnte die Map noch ein bisschen mehr bevölkert werden. Okay, die Raubkatze macht da auch wenig Sinn. Ist irgendwie nicht so das Raubkatzengebiet. Ja. Weiß ich nicht, hier hätte schon noch irgendwie ein NPC drauf oder so sein dürfen. Man muss ja nicht so übertrieben sein wie in Exile Lands, wo man stellenweise ja kaum Platz für eine Base findet, weil da so viele NPC-Lager sind. Aber hier oder da? Hier steht jetzt ein Hirsch rum. Links oder rechts? Rechts oder links? Geht's jetzt irgendwie weiter nach oben? Steinnasen, Alter. Meine Lieblinge. Ist das alles? Ist das Silber? Was werde ich denn da? Ach du. Was gibt's denn? Du hast so weiße Augen. Nee, ist Eisen. Ja, wollte ich jetzt nicht sammeln, ne? Eigentlich nicht. Der eine einsame Baum da. Ladies. Er gehört ganz euch. Eben nur auf der Schwefelinsel. Es wird schon wieder dunkel. Irgendwann jemand mal die Server-Einstellung ändern. Dass es mal länger Tag ist. Nein. Machen wir nicht. Die Nadel. Ich hoffe, ich werde nicht gepiekst. Oder Schlimmeres. Kommt drauf an, wie groß die Nadel ist. Ach Gott. Trinken hier. Und noch ein gutes Steak dabei. Wundervoll. Den Insekten. Gott, ist das groß, also weitläufig hier. Wow. Ja. Nun gut, aber ich würde sagen, hier machen wir dann im Hellen weiter. Und nicht hier im Halbschatten. Ich habe jetzt auch leider keinen
Obelisken mehr und ich habe jetzt keine Lust, in den Admin-Mode zu gehen. Vielleicht gehen wir auch erstmal darüber. Das ist ja noch eine, auch noch eine ganze Ecke, ne? Oder wir kürzen, obwohl, jetzt seid schon darüber zu gehen. Das war, ich will dann alles sehen. Und da ist bestimmt landschaftlich schöner wie hier. Ich würde sagen, da mache ich mir mal Gedanken bis zur nächsten Folge, in welche Richtung wir gehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.